gerettet, hab den einfach ein paar Headshots verpasst, ey. Der ist einfach irgendwie zu OP. Ja, da muss man voll nett sein. Ich war weit davon entfernt, nett zu sein. Ich will dein Freund nicht sein, du bist kein guter Mensch. Tot. Alter, will er dich doch nicht gleich umbringen, da will er nur nicht mit dir mitkommen. Ja, aber wenn ich ihn dann ins Gesicht schieße, dann will ich ihn erst schon nicht Warum umbringen. schießt du ihm denn ins Gesicht? Ja, weil der nicht mit mir mitkommen wollte. Außerdem ist der scheiße, der labert von dem Bullshit die ganze Zeit. Weiß gar nicht mehr, wen ich dabei hatte. Gute Frage. Cool. Sharon. Oh, Boone. Boone war Ein ja ein Boon anderes war bei Spiel. New Vegas. Ja. Da hatte ich mal die Frau dabei, die war gechillt. Ich hatte lange Zeit diesen Wissenschaftler, der war, glaube ich, aus Fallout 3, ne? Und diese komische Frau da. Die Frau weiß ich gar nicht. Valentine, wie die heißt. Die immer so verbuggt an dieser einen Tür war. Ja, aber das war ja wieder New Vegas. Nein, das war in Fallout 3. Nee, wo die bei mir verbuggt an der Tür war, das war New Vegas, auf jeden Fall. Das war der dunkle, dieser stille Bruderschaftsbunker da. Dunkle Bruderschaftsbunker. Punkt der Bruderschaftsbunker von Oblivion. Ah. Ich habe mich da mit Ruhm des Dagon beschworen. Er ist dann, dann nämlich Oblivion. gegen, er hat dann nämlich gegen Liberty Prime gekämpft. Ein treuer Spiel. Davor der epische Superkampf. Ich mochte Oblivion. Ich fand Oblivion cooler als Skyrim. Das Das war irgendwie noch ein stimmt. bisschen abgefuckter, finde ich. Da wurde ich noch so oft überrascht, obwohl in Skyrim wurde ich auch manchmal überrascht. Wenn man in dieses komische Loch da reingefallen ist, aber das war halt so, Oh, das war halt jetzt nur wieder so diese kurz. Payday-Maske. Ach, wir haben Gasmasken hier und das ist viel geiler. Ich suche gerade nach dem Heiligen Gralhaus, aber das scheint es hier nicht zu geben. Leider. Eine Wasserpumpe? Bestimmt. Mein Typ ist aber auch am Schnaufen, Junge. Da hinten bist du schon, ey. Ah, ne, das ist ein Zombie. Da rennt doch dir schon hinterher, weil du in so diesem orangen Haus dran bist. That's correct. Das ist ein Apfel, der macht mich bestimmt ganz, ne? Da ist ein Zombie Gesund. übrigens reingerannt, ne? Da hab ich erstmal seine Eier geballert. Die eigentlich immer, wenn die eigentlich immer gewonnen hittet? Wie du einfach schon alles abgegrast hast, ne? Jo, Alter. Ich hab auch gar nichts eingesammelt. Aber ganz im Ernst, ich habe gar nichts eingesammelt. Alter, ich brauche eine Munitionskiste oder so. Ich habe so viel Munition. Das eine Magazin schmeiße ich jetzt erstmal weg. Das eh Schmeißt ein leer. Magazin weg? Ja, das war leer, Junge. Völlig geistig. Ich habe auch noch über 100 Schuss. Ich habe auch noch über 100 Schuss. Aber soll ich mal eben zusammenrechnen? Das ist mir zu anstrengend. Ungefähr 200. Ich habe einen Can-Opener gefunden. Hast du keinen gehabt? Oh Leute, ich habe auch keinen. Okay, nehme den auf jeden Fall mit. Voll unpraktisch. So, Apfel kommt zu mir. Den essen wir jetzt auch noch. For the vitamins. Ich muss die Munition jetzt mal nach oben packen, damit ich da. Obwohl, ich brauchte ja gar keinen schnellen Zugriff zu. Okay, ich muss die Munition mal nicht nach oben packen. Die können hier trotzdem so ein bisschen sammeln. Boah, diese 20er-Magazine, die nehmen voll viel Platz weg und können voll gar nichts. Dieses scheiß First Aid Kit, das kann ja auch mal nix. Das packe ich jetzt auch weg. Dann, was meinst du dabei? Da sind Bandagen drin. Ich mache hier gerade ein bisschen Tetris-Style. So. Ja, stimmt, Bandagen. Kann ich die da rausnehmen eigentlich? Eigentlich schon, ne? Haha! Ja. Nice. Wenn es auf dem Boden liegt, geht's auch. Bandages. Das packe ich jetzt auch mal in meine Hotbar. Just in case. So. Zurück auf den Pferden des Todes. Dann so ein Bürogebäude drin, ne? Bin im Büro. Oh nein, bist du in das Weiße reingegangen? Oh, das ist mein Lieblingshaus. Gar nichts drin, also cheap. Also voll guten Sachen manchmal drin.
Das ist nach dem Heiligen Gralhaus mein Lieblingshaus. Mein Lieblingshaus ist ja die Militärbaracke. Ja, ich kann voll gar nichts. Hey, dieses grüne Militärhaus, das ist das Beste. Ja, das ist echt dadurch. Jetzt ist das beste Haus, ne? So schnell kann's gehen, Junge. So schnell wird man abdegradiert, weißt du? Hat man einmal nicht den geilsten Loot, schon ist man scheiße. Aber hier ist noch irgendwas, was ich zerreißen kann. Sehr gut. Dass auch ja nie wieder jemand anzieht. Orange Raincoat soll ich anziehen? Ja, da bin ich auch. Hier ist so eine Wasserpumpe. Wo denn? So ziemlich vor deinem Bürogebäude, ja. Merkst selber, wa? Alter, wie du schon alle Häuser durchgenommen hast, du bist voll krank. Ich kann wieder so viel trinken, bis er überhaupt. Kann er nicht davon auch kotzen? Puh, gute Frage. Lebt man dann Power, wenn der kotzt? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ja, fast hier bin ich aber. Trinkt er jetzt trotzdem nochmal fett was? Oh, mir steht dann immer viermal Reload Stanek, ohne Scheiß. Ja, bei das mir ist auch. Aber neu. Das ging vorher nämlich nicht. Trinken, 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 trinken. Oh. Erst das Stanek nachladen. Trinken. Dann fit. So ist mein Charakter gleich pinkeln. Ich muss auf Toilette, Mama. Das kommen wir jetzt. Lass mal zum Castle, wa? Castle? Nach. Mit Takeshis Castle gehen wir. Ganz jetzt. Genau. Und dann fahren wir da mit diesen komischen Autoscootern rum und müssen die Castle zerstören. Ich geh nach Asgard. Ich hab das nie gesehen, dass es jemand geschafft hat. Das war auch unmöglich. Asgard, hast du gestern Tor geguckt? Ja, hab ich. Ich finde den eigentlich ganz kasch, den Film. Oh, ganz okay. Muss jetzt nicht sagen, dass er jetzt super war irgendwie, aber okay. Aber diese Szene mit dem Roboter in der Stadt ist schon kasch. Ja, ist okay. Ist halt irgendwie voll klein gehalten, der Film, finde ich. Aber gut, war ja auch so einer der ersten, ne? Und bei Thor wusste man wahrscheinlich nicht. Hassen beide soll, der zweite soll aber besser sein. Ja, der zweite soll richtig gut sein. Der hat, der ist glaube ich nach Iron Man 3 jetzt. Ich glaube, das war der dritterfolgreichste Marvel-Film überhaupt. So. Das ist schon nicht schlecht, oder? Weil ich glaube Avengers, aber dann Iron Man 3 und dann kommt jetzt Thor. Hätte ich nicht gedacht. Wenn dann erstmal Wonder Woman kommt, dann ist sowieso alles. Wonder Woman ist DC. Ja, und? Ist trotzdem ein Superheldenfilm, Noob, Alter, Junge. Du Noob, ey. Ist doch sowieso ein Superheldenfilm. Grundlegend verschieden. Ja, und die geben sich da doch die Klinke in der Hand. Ist denen doch egal. Die pumpen einfach nur Geld aus jedem Superheldencharakter raus. Ja, weil DC das jetzt versucht, das aufzumachen wie Marvel. Mit Superman. Ja. Und Batman. Sicher machen die das. Die stopfen halt alles in einen Film und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Wenn es im Comic funktioniert. Ja, im Comic ist das aber auch auf 500.000 Millionen Bände gemacht und die fusionieren ja viele Comics in einen Film. Ja, und machen sie doch immer. Ja, aber bei Marvel kriegt denn jeder Charakter einen Film. Und dafür hat Warner einfach nicht das Geld. Ja, das wird aber schon noch kommen, das Geld. Ja, wenn Superman der zweite Erfolg... Warner jetzt so arm wäre, Junge. Da soll jetzt Wonder Woman, Batman, Catwoman, Wonder Woman und wie heißt der andere Typ nochmal? Green Lantern soll da auch noch drin mitspielen. Boah, scheiß auf Green Lantern, ey. Ja, die sollen da aber alle auf einmal mitspielen. Ja, und? Und dann erzählst du mir, dass sie nicht genug Geld haben? Ja, aber ich weiß nicht, wie das dann mit der Story und mit dem Film, ob das dann nicht einfach zu viel wird. Klar wird das zu viel. Ja, das ist genauso wie beim dritten Batman-Film. Oder beim dritten Spider-Man-Film. Boah, den dritten Spider-Man-Film fand ich kacke. Ja, da gab es einfach zu viele Bösewichte. Ja. Da bekommt jeder seine 5 Minuten auf dem Screen und dann ist gut.
Vielleicht ist das ja dann wie mit Two-Face, der kam ja jetzt auch nicht groß vor oder so, weißt du? Laufen wir richtig? Weiß nicht. Ich glaube, wir laufen einfach mal bergauf. Bergauf ist immer gut. Kann nicht verkehrt sein. Normalerweise müsste doch hier jetzt irgendwann schon die Burg kommen. Kommt doch hier vorne oder nicht? Hier vorne sind doch diese Tannen oder nicht? Hä, hey, die waren doch echt noch ein Stück weit weg. Aber mich wundert halt, dass hier vorne jetzt schon wieder ein Tal ist, weil ich laufe mal an den Waldrand, glaube ich. Nee, hey, das ist hier doch nicht. Die waren noch ein Stück weit weg. Die waren ja nicht gleich um die Ecke. Die hat man ja gerade so im Horizont gesehen gehabt. Getut. Gesehen gehabt. Ich bereue so ein bisschen, dass ich Jurassic Park nicht auf Blu-ray gekauft habe. Ja. Das wäre echt eine gute Investition gewesen. Und da hinten ist sie, lol. Okay. Das ist dieser Weg, der da hinführt, ne? Ja, das ist dieses Tal davor mit dieser komischen Rundstraße. Oder? Gute alte Jurassic Park, ey. Du wolltest ihn ja nicht gucken. Ich hab gesagt, kauf den, hast du gesagt. Hass den. Nee. Alter, ja. 22 Euro ist voll okay, ne? 22 Euro ist okay. Aber dann hier, ne? Hier, was war das? Was hat er gekostet? 9? Da wäre schon 31 Euro gewesen. 9 Euro, aber dann für Jurassic Park, ne? Ja, den gibt's ja garantiert immer noch für 9 Euro. Der ist jetzt ausverkauft. Den hätte sich jeder gekauft für 9 Euro. Der wurde noch nicht mal produziert. Ja, genau. Noch nie bei Amazon geguckt, ob es da nicht irgendwie mal günstige Blu-rays gibt. Ob das los, weiß ich auch nicht. Guck mal, das ist Jurassic Park, Alter. Den guckst du dir alles halbes Jahr mal wieder an. Ja, aber jetzt steht da schon wieder 4K vor der Tür. Er kauft uns vor der Tür, Alter. Das dauert mindestens noch 2-3 Jahre. Ich glaube nicht, dass das so lange dauert. Bei der Masse an Fernsehern, die jetzt schon mittlerweile im Elektronikmarkt immer stehen. Und der Masse an DVDs, die da schon das stehen. Das ging doch bei Full HD, ging das auch ruckzuck, ey. Da ja, waren da, immer da noch war ein ruckzuck welche für 1000 Euro draußen. Es gibt immer noch genug DVDs, immer noch genug, noch nicht so viele Blu-Rays, wenn du in Läden mal guckst. Ja, aber klar, aber die, das ist den Firmen ja egal. Die müssen ja das neue Geräte verkaufen, das heißt, die müssen jetzt langsam mal diesen Sprung machen. Damit alle wieder einen Grund haben, sich einen neuen Fernseher zu kaufen, weißt du? Alle kaufen sich einen neuen Player, alle kaufen sich neue Blu-Rays. Die Blu-Ray ist ja nun auch schon wieder eine Runde auf dem Markt. Ich glaube, das geht relativ fix jetzt. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so einen Ultra-HD-Bildschirm kaufe, die sind gar nicht mal so teuer. Wozu? 1440p, wieso nicht? Sieht besser aus. Mal gucken, wenn ich mir irgendwann mal ein bisschen Kohle über hab. Fände ich schon ganz lässig, glaube ich. Da meine Grafikkarten das eigentlich schaffen müssten. Warum nicht, Junge? Na gut, man weiß ja jetzt nicht bei der nächsten Konsolengeneration, was da jetzt demnächst noch für Spiele rauskommen. 4K-Spiele nur noch. Ja, das ja nicht. Also bei den Spielen wird ja erstmal Full HD jetzt aktuell bleiben, weil wir haben ja jetzt gerade mal Full HD erreicht. Eigentlich war ja noch 720p jetzt der Standard. Wow, wir haben endlich Full HD erreicht, Pascal. Juhu, Full HD! Reicht mir völlig. Ja. Eigentlich schon. Aber was wirst du dazu in 3 Jahren sagen? 3 Jahre, so ein bisschen hin. Da sagst du dann, was? Das ist nicht 4K? Das gucke ich mir nicht an. Ich glaube, bei so einem PC-Bildschirm lohnt sich das sowieso nicht. Eigentlich musst du da doch riesige Bildschirme für haben und dann. Ja, eben, das lohnt sich halt erst, wenn du so einen 60-Zoll-Fernseher hast. Dann lohnt sich bei mir 4K, würde ich sagen. Aber wenn du das auf so einem normalen 27-Zoll-PC-Monitor machst, dann ist da alles so winzig, winzig, winzig klein, dass du das gar nicht sehen kannst, glaube ich. Winzig weich. Microsoft. So, wollen wir wagen, in diese Türme reinzugehen, die einen höchstwahrscheinlich umbringen? Da vorne geht's rein. Ich hab einen Zombie gehört. Der hat ein klassisches Zombie-Geräusch gehört. Stimmt, das war echt ganz schön klassisch.
Mach ich auch am vorsichtig sein. Alter, da kommt hier sogar die Treppe hoch. Alter, ich muss man echt vorsichtig sein. Die waren früher schon buggy. Oh, da hatte ich aber kurz Angst. Hier spawnt gar nichts mehr drin. Vielleicht noch nicht so als Lootpunkt eingerichtet. Ich geh mal nicht so nah an dir dran. Nee. Alter, ich vertraue diesen Dingern hier einfach überhaupt nicht, ey. Wieso sind hier keine Leitern dran? Bei mir läufst du auch immer in die Wand rein. Ich denke immer, du fällst da gleich durch. Schön. Yay, und runtergefallen. Los, wir snicken alle weg. Da läuft einer. Ja, hier hat sich nicht viel getan. Abgehakt. Ja, wo wollen wir denn jetzt überhaupt hinlaufen? Ich sehe doch hier oben erstmal eine Gedanken. Eine Gedanken. Ich sehe nichts von Interesse. Köstlich. Die Frage ist, halten wir uns südlich oder halten wir uns einfach nur östlich? Ich, da kommen wir doch her. Wir kommen aus dem Westen. Ja, aber davor waren wir östlich. Wir sind von Osten nach Westen gerannt. Ja sicher, aber es gibt nur Westen oder Osten. Nein, Süden gibt's noch. Ja, sag ich ja, Süden oder Osten. Und Norden gibt's noch. Norden, ja. Ich laufe jetzt im Norden, ey. Haben wir mal geil, der Witz Kassel. Wär cool, wenn es da Schnee geben würde. Was? Warum? Ist ja nicht. Wenn man weiter Norden läuft, dann ist auf einmal so Schnee. Da kommt man in der Arktis an, oder was? Aber ja, da voll Kasch. Ah, geht so. Also wenn da so eine ganze Map noch ist, ne? Sowas, wenn da jetzt zum Beispiel einfach Namalsken oben wäre oder so. Was da auch ganz gut hinpassen würde als Hardcore-Gebiet quasi. Endgame. Aber ich glaube, sowas werden sie nicht machen. Aber das wäre cool. Das würde ich ziemlich feiern. Dann müssen wir drüber das Wasser fahren können mit einem Boot nach Taviana. Ja. Und das muss alles auf einem Server laufen. Ja, sicher. Mit 300 Spielern. Setzt du da die Just Cause 2 Entwickler drauf an? Multiplayer Entwickler? Gehen das kurz mit 1000 Millionen mit Spielern auf einer Map? Ja. Kein Problem, also, ne? Siehst du ja. Man muss es nur wollen. Oh Gott, bei meiner Waffe fehlen einfach alle Teile. Warum? Die sind nicht da. Kommt doch zurück. Egal. Die sitzt leichter. Wohin rennst du denn jetzt? Ich finde, wir laufen Richtung Süden, aber ich habe keinen Kompass. Also laufe ich einfach mal da lang. Ich laufe Richtung. Ich habe einen Kompass. Gut. Ich muss mal eben meine Waffe ausprobieren. Mal kurz was essen. Get down! Da kann man gar nicht mit reinzoomen, das ist ja blöd. Kann man mit der M4 reinzoomen? Nee. Ging das früher? Ich glaube, das ging früher. Hier ist nach Süden. Gib mir eine Peilung, Junge! Ja, dann. Tschüss! Sprint jetzt wieder drauf los, ey. Bekloppter, ey. Nein. Chill doch mal ein bisschen. Niemals! Ich will mal erstmal hier aus diesem Wald raus. Alter, wie schnell meiner läuft, ne? Ja, meiner geht auch voll ab gerade. Du holst mich aber sogar ein. Alter, wie schnell ich laufe. Alter, ich bin noch ein bisschen damaged, ne? Alter, wie krass du bist. Wait for me! Ich brauche noch so einen Helm in Realität, damit ich den nur in der Webcam tragen kann. Ich glaube, der ist aber nicht so bequem. Was? Warum das denn nicht? Wetten? Die müssen die den ganzen Tag tragen. Da muss der doch bequem sein. Hier habt ihr einen unbequemen Helm. Den tragt ihr jetzt den ganzen Tag. Oh Gott, nein! Hier noch ein paar unbequeme Schuhe.
Ich muss mal kurz was gucken.